Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Ich sitze wieder in meinem Schwedenpanzer mit meinen Schwedeninnen, mit Azor oder Azor. Wie spricht man das A mit dem Kringel oben drauf aus? Weiß ich nicht. Mit mir dabei der Düsseldorf am T150. Moin. Und der Tomenius im Cromwell B. Guten Tag. Tag. Und wir sind hier auf Vardi und quasi fast Taubtier. Nur so ein Oller T29 und ein Black Prince, die sich gerade schon die Hände reiben, ja. Sind auf der Gegenseite. Wir reiben uns auch die Hände, keine Ahnung. Richtig, wollte ich auch gerade erwähnen. Aber der T29 und der Black Prince, die werden gleich blöde aus der Wäsche gucken. Wenn sie es mit uns zu tun bekommen. Wenn sie überhaupt auf unserer Seite sind. Obwohl der unser Uni reibt sich wahrscheinlich auch die Hände, wenn keine Arti, ne? Ja. Typ 58. So, da haben sie einen richtig schwerwiegenden Fehler gemacht. Wow. Das macht man. Da flog der Turm. Nicht. Das Spiel ist gewonnen. Bin offen. Ich noch nicht. Ich folge dir. Der Black Prince ist auch eine harte Nuss, oder? Der ist raus. Ja, aber der ist ja wirklich fett gepanzert, oder? Mhm. Oh, stimmt. Oh, auf. Ach, der T29 kämpft da hinten. Da ist er. Naja, kann man ihn nicht verübeln. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Mache ich denn hier auf? Der T29? Ja, oder zuerst der AT2 hat sich aufgenommen. Ja, den habe ich ja weggemacht. Ja, der ist weg. Ja, war aber eine gute Runde. Na, T39, der muss weg. Schau, ich hasse diese T39, T29, der ist so OP mittlerweile. Ja, wenn er seinen Helm spielen kann, auf jeden Fall. Nicht spielen kann oder er sich in einen Fehler reinfährt, dann ist er natürlich Fallobst. Oh. Kaputt.
Ich hatte meine Befehle und ich führe die auch sehr gerne aus. Ja. Das war eine schöne Runde. Ja. Jawohl. Ja, der Schwede gefällt mir immer besser. Immer und immer besser. Nein, tut er nicht. Das ist gelogen, das weißt du auch. Oh, ich hab Glückspilz bekommen. Der ist super. Wofür? Echt? Ja, wofür? Will ich nicht. Na, ist auch wofür wieder. Kriegt man den Glückspilz? Warte. Seien Sie Zeuge, wie ein gegnerisches Fahrzeug durch einen anderen gegnerischen Spieler getroffen und zerstört wird. Sie dürfen zum Zeitpunkt der Zerstörung des Gegners maximal 10 Meter weit von diesem entfernt sein. Okay, muss einer von denen auf der Heavy-Linie gehen. Die haben auf dich geschossen und haben ihren eigenen getroffen. Ja, oder der AT-2 mit seinem Howitzer. Das kann natürlich auch sein. Aber die haben keinen... Achso, der muss nur getroffen werden, zerstört, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, die haben keinen Teamkill. So. Überragender Sieg, wa? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.